Hallo und herzlich willkommen bei der Feuerblatter Grillecke. Heute Iberico. Was ist Iberico? Also ein spanisches Schwein. Was ich oder wie ich das zubereite, ist heute hiermit. Nein, keine Angst, das Holz verbrenne ich nicht, das brauche ich nachher. Wenn die schöne Platte glühend heiß ist, weil da wird das jetzt gleich drauf gemacht, das Iberico. So ihr Lieben, die Fännchen, die werden jetzt heiß. Ihr seht, das Feuer brennt. Dazu werde ich jetzt, wie immer, Rapsöl nehmen, weil Raps ist hoch erhitzbar. Überall ein bisschen drauf. So, jetzt lassen wir das schön heiß werden. Vom Iberico drauflegen. Oh ja, die spritzen ordentlich. Und so wird das auch serviert. Also nicht wundern. Aber das ist so eine Servierplatte. Darauf kann man kochen. Da werdet ihr auch öfters von mir Videos sehen. Einmal ein bisschen das Öl verteilen noch. So, drehen wir das schon gleich. Immer gucken, ob es sich schon löst. Also ihr seht, das ist nämlich noch nicht so weit. Ich komme da gerade gar nicht so gut dran. Kann man wieder drehen. Das ist auch noch nicht vorbei. Also warten wir noch ein bisschen. Jetzt muss ich auch ein bisschen nachhelfen. Nein, noch nicht. Aber ihr seht, es löst sich schon langsam. Ja, hier hinten kann ich schon. Dann lege ich das einmal ganz kurz hier drauf. Guck, dass da wieder überall Öl hinkommt. Dann geht das weiter. Ja, seht ihr? Jetzt wieder um. Damit es euch nicht zu langweilig wird, rühre ich gleich wieder dazu, wenn ich nochmal am Drehen bin. So ihr Lieben, ich merke gerade, dass in den Fängchen noch das Rapsöl schon weniger wird. Gerade einen kleinen Stück nachnehmen. Aber hier ist noch genug. Das sieht schon richtig krass aus. Das war heute der erste Probelauf. Das kann dranbleiben. Dreimal. Vierte Fenster. Habe ich hier. Aber heute machen wir nicht viel dazu, heute machen wir einfach nur einen Salat dazu. Ja. Und somit war es das heutige Video schon wieder. Beim nächsten Mal wird wieder probiert und da gibt es noch was Schöneres mit drauf. Mit einem
Zusatz zum Fleisch oder zum Gemüse vielleicht. Dann wünsche ich euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Feuerplatte-Grillecke. Ciao, ciao.